Hallo, herzlich willkommen bei der Silverex Sägetechnik. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, eine Justage bei der WP321 durchzuführen. Ich möchte Ihnen dies gerne anhand dieses Demomodells zeigen. Das Demomodell besteht aus einem kleinen Edelstahlbehälter, der auf 4 Wägezellen steht. Die 4 Wägezellen werden über einen Anschlusskasten an die WP321 angeschlossen. Die WP321 wiederum kommuniziert über das dezentrale Peripheriesystem ET200SP mit einer S7-1500er CPU. Die CPU wiederum kommuniziert mit einem HMI-Panel. Auf diesem HMI-Panel finden Sie bereits das fertig geladene Ready-for-Use-Projekt, welches Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen können. Sie haben nun zwei Möglichkeiten, mit der WP321 eine Justage durchzuführen. Die erste Möglichkeit ist die, dass Sie das HMI-Panel verwenden. Der Vorteil bei der Justage über das HMI-Panel ist der, dass wir innerhalb des Automatisierungssystems sind und wir kein weiteres Equipment benötigen, wie zum Beispiel ein PC oder eine weitere Software. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man eine Justage über einen PC bzw. einen Laptop durchführt mit der Sievertool Software. Der Vorteil hierbei ist wiederum der, dass man dabei völlig unabhängig ist von dem Automatisierungssystem, sprich von irgendeinem STEP7-Programm bzw. von irgendeiner HMI-Visualisierung. Im weiteren Verlauf dieses Videos erkläre ich Ihnen die Inbetriebnahme bzw. die Justage der WP321 mithilfe der Sievertool Software. Sie benötigen hierzu einen Laptop bzw. einen PC, auf dem die Sievertool Version V7 installiert ist. Des Weiteren benötigen Sie für die Justage der WP321 ein USB RS485 Adapter, um eine Kommunikation herzustellen zwischen der Sievertool Software und der WP321. Im Handbuch der WP321 ist ein Adapter erwähnt, im Kapitel 13 unter Zubehör. Nachdem der USB RS485 Adapter unter Windows installiert wurde, können wir die Sievertool V7 Software auf dem Laptop starten. Es öffnet sich zunächst das Geräteauswahlfenster. In diesem bekommen Sie alle Sievertool Elektroniken angezeigt, die die Sievertool V7 Software unterstützt. Unter anderem zum Beispiel die WP231, 241 und weiter unten finden Sie die WP251 und anschließend kommt die WP321. Ich wähle also in diesem Fall die WP321 aus und quittiere das Ganze mit OK. Anschließend startet die Sievertool Software mit den Parametereinstellungen der WP321. Um nun eine Kommunikation zwischen der Sievertool Software und der WP321 aufzubauen, müssen wir zunächst im Menü Kommunikation Schnittstelle auswählen, die entsprechende COM-Schnittstelle auswählen, an der unser USB RS485 Adapter angeschlossen ist. In meinem Fall ist das der COM9. Ich wähle also COM9 aus und quittiere das Ganze mit OK. Danach kann ich hier oben in der Sievertool Software mit dem Button Online gehen zu meiner WP321. Beachten Sie bitte, wenn man online gegangen ist, heißt es nur, dass wir jetzt eine Verbindung haben zwischen der Sievertool Software und der WP321. Es findet an dieser Stelle keinen automatischen Datenabgleich statt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Parameter unterschiedlich sind zwischen der Sievertool Software und den Parametereinstellungen innerhalb der WP321. Zur besseren Ansicht
kann man sich auch den Gewichtswert vergrößert sich anzeigen lassen, indem man hier auf den Button geht Anzeige und man erkennt dann hier den Gewichtswert vergrößert. Dies erleichtert das Ablesen des Gewichtswerts. Ich zeige Ihnen nun die wichtigsten Parameter aus dem Datensatz 3, die notwendig sind, um eine Justage mit der WP321 durchzuführen. Diese sind zunächst einmal der Wagenname. Hier können Sie frei einen Wagennamen vergeben. In meinem Fall ist das der Wagenname WP321. Als nächster Parameter haben wir die Gewichtseinheit. In meinem Fall ist hier die Kilogramm als Einheit angegeben. Dies belasse ich auch soweit, da meine Waage später in der Einheit Kilogramm arbeiten soll. Als nächster Parameter haben wir die Bruttokennung. Hier kann man einstellen, entweder B für Brutto, für den deutschsprachigen Raum, oder G, G steht für Gross, für den englischsprachigen Raum. Ich bleibe hier bei B für Brutto. Mit den nächsten beiden Parametern kann man sich den Wegebereich definieren. Diesen möchte ich definieren. Dieser soll bei mir losgehen von 0 Kilogramm. Also ich gebe dann an dieser Stelle minimaler Wegebereich, gebe ich die 0 vor und definiere meinen maximalen Wegebereich als maximales Gewicht, maximales Materialgewicht, das später mein Behälter beinhalten kann. Bei mir habe ich 4 Wegezellen in meinem Aufbau, jeweils mit 20 Kilogramm. Das heißt, in Summe habe ich Wegezellen mit 80 Kilogramm. Bei der Annahme, dass mein Edelstahlbehälter ca. 10 bis 15 Kilogramm wiegt, verbleibt mir ein restliches Materialgewicht von 65 Kilogramm, das ich in meinen Behälter einfühlen kann. Das heißt, ich setze hier den Parameter maximaler Wegebereich auf 65 Kilo. Bei dem nächsten Parameter, Ziffernschritt D, gibt man die Auflösung der WP321 vor. Im Moment haben wir eine Auflösung von 0,1. Das heißt, wenn ich an der Waage rüttle und den Gewichtswert verändere, dann sehen Sie, verändert sich der Gewichtswert in 0,1 Kilogramm Schritten. Ich möchte später eine Auflösung fahren von 10 Gramm, sprich 0,01 Kilogramm. Das heißt, ich ändere den Parameter Ziffernschritt D auf 0,01. Der nächste Parameter, Justagegewicht 0, den belasse ich auf 0, da ich später bei einem leeren Behälter auch 0 Kilogramm in der Anzeige haben möchte. Mit dem nächsten Parameter, Justagegewicht 1, definiere ich mein Justagegewicht, das ich später für meine Justage verwenden werde. In meinem konkreten Fall habe ich Wegezellen mit einem Kennwertbereich von 2 mV pro Volt im Einsatz. Das heißt, ich benötige ein Mindestgewicht von 2% von meinen 80 Kilogramm, die meine Wegezellen bringen. Das heißt, 2% von 80 Kilogramm entsprechen 1,6 Kilogramm. Ich habe hier ein Justagegewicht von 2 Kilogramm dabei. Dieses Justagegewicht verwende ich später für die Justage. Ich ändere also mein Parameter Justagegewicht 1 auf die 2 Kilogramm. Die Parametrierung ist somit abgeschlossen in der Sievertool Software. Ich muss nun den geänderten Datensatz 3 aus meiner Sievertool Software runterschreiben in meine WP321. Dazu muss ich zunächst den Servicebetrieb einschalten. Ich gehe also auf den Button für die Servicebefehle und wähle den Befehl Servicebetrieb ein. Ist der Servicebetrieb eingeschaltet, so erscheint unten rechts in der Anzeige vom Sievertool diese kleine Ikone mit dem roten Gabelschlüssel. Zudem ist auf der WP321 die LED zu sehen, diese beginnt zu blinken, sobald der Servicebetrieb eingeschaltet ist. Nachdem ich nun den Servicebetrieb eingeschaltet habe,
muss ich nun den geänderten Datensatz 3 an die WP321 runterschreiben. Dies geschieht, indem ich auf die Zeile gehe mit Justage-Parameter DR3. Ich mache auf diese Zeile einen Mausrechtsklick und wähle den Befehl Datensatz senden. Mit diesem Befehl sende ich den Datensatz 3 runter zur WP321. Das folgende Fenster, dieses Warnungsfenster, kann ich mit Ja quittieren. Dies ist nur ein Hinweis, dass ich nun den Datensatz 3 runterschreiben möchte mit geänderten Justagedaten an die WP321 zu ihrer Sicherheit. Die Parameter sind nun in der WP321 vorhanden und Sie sehen, dass die Parameter nun alle jetzt wieder konsistent sind. Dies sieht man auch daran, dass die Parameter jetzt wieder schwarz angezeigt werden. Die eigentliche Justage wird jetzt in zwei Schritten durchgeführt. Hierzu wird auf den Button gegangen für die Servicebefehle und dort wird zunächst bei leerem Behälter der Befehl Justage.null gültig ausgeführt. Ich führe den Befehl aus und mein Gewichtswert springt auf 0,00 Kilogramm zurück. Anschließend wird das Justagegewicht auf die Waage aufgebracht. Ich nehme hierzu mein 2 Kilogramm Justagegewicht und lege dies auf meinen leeren Behälter drauf. Anschließend gehe ich wieder auf den Button für die Servicebefehle und führe den Befehl aus Justage.1 gültig. Nach Ausführung des Befehls wird in meiner Gewichtsanzeige die 2 Kilogramm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass ich die Justage-Digits nur innerhalb der WP321 aktualisiert habe. In der Siva-Tool-Software sind noch weiterhin meine alten Digitwerte vorhanden. Das heißt, es ist nun erforderlich, den Datensatz 3 in die Siva-Tool-Software zurückzulesen. Dies können Sie zum einen machen, indem Sie nur den Datensatz 3 noch einmal empfangen oder Sie haben auch die Möglichkeit, unter Kommunikation noch einmal alle Daten zu empfangen. Diese Möglichkeit geht auch. Nachdem die Daten nun zurückgelesen wurden in die Siva-Tool-Software, haben Sie noch die Möglichkeit, sich eine Backup-Datei anzulegen, um die Siva-Tool-Parameter auf Ihrem Rechner abzuspeichern. Dies können Sie machen, indem Sie im Menü auf Datei, Speichern, untergehen. Danach können Sie sich eine Backup-Datei in einem beliebigen Windows-Verzeichnis ablegen. Die Justage mit einem Justagegewicht ist jetzt mit der Siva-Tool-Software abgeschlossen. Eine zweite Möglichkeit der Justage ist die der automatischen Justage. Bei einer automatischen Justage wird kein Justagegewicht verwendet. Dies bietet sich an, wenn man zum Beispiel ein großes, schweres Silo hat und man keine Möglichkeit hat, ein entsprechendes Justagegewicht aufzubringen. Hierzu ist der Datensatz 10 zu parametrieren. Als erstes wird die Anzahl der Auflagepunkte definiert. In meinem Fall habe ich einen Behälter mit 4 Wegezellen, das heißt, ich habe 4 Auflagepunkte. In meinem Fall gebe ich also diesen Parameter mit 4 vor. Bei dem nächsten Parameter, Kennwert, gibt man den Kennwert der Wegezelle vor. Verwendet man mehrere Wegezellen, so ist der Mittelwert anzugeben. In meinem Fall, in meinem konkreten Fall, ist das 1,99825 Millivolt pro Volt. Diesen Wert gebe ich also bei diesem Parameter an. Als nächstes muss ich noch die Nennlast einer Wegezelle vorgeben. In meinem konkreten Fall habe ich hier 4 Wegezellen,
à 20 Kilogramm. Das heißt, die Nennlast einer Wägezelle beträgt bei mir 20 Kilogramm. Somit ist die Parametrierung innerhalb der Sievert-Tool-Software abgeschlossen. Ich muss nun den Datensatz 10 zur WP321 übertragen. Ich gehe hierzu auf die Zeile Wägezellenparameter DR10 und mache einen Mausrechtsklick. Anschließend sende ich den Datensatz zur WP321 runter. Sie sehen, dass jetzt auch hier die Parameter wieder schwarz geworden sind, da die Daten zwischen der Sievert-Tool-Software und der WP321 wieder konsistent sind. Wir haben also nun die WP321 für die gleich zu erfolgende automatische Justage vorbereitet. Als nächstes muss man jetzt nur noch bei leerem Behälter den Befehl für die automatische Justage ausführen. Ich führe den Befehl aus und der Gewichtswert springt zurück auf 0,00 Kilogramm. Zur Kontrolle lege ich jetzt einfach mal das Justagegewicht von 2 Kilogramm auf die Waage drauf, um zu schauen, ob die automatische Justage funktioniert hat. Sie sehen, wir bekommen den exakten Gewichtswert jetzt angezeigt. Die automatische Justage ist jetzt hier eigentlich beendet. Beachten Sie aber bitte, dass jetzt auch hier wieder im Datensatz 3 sich die Justage-Digits geändert haben. Diese werden in der Sievert-Tool-Software rot markiert und um die aktuellen Justage-Digits aus der WP321 wieder zurückzulesen in die Sievert-Tool-Software, empfangen Sie bitte den Datensatz 3 zurück. Wir wählen den Befehl Datensatz empfangen. Auch hier wiederum meine Empfehlung, legen Sie sich eine Backup-Datei an. Die automatische Justage ist hiermit abgeschlossen. Siemens. Ingenuity for Life.